Moin Leute und willkommen zur mittlerweile schon vierten Folge von Survival Build. Heute gehen wir noch mehr Eisen holen, killen ein paar Monster, sammeln Holz und ach vieles mehr. Über ein Like und ein Abo freue ich mich wie immer sehr, aber auch über ein paar Kommentare, sodass ich weiß, was ihr gut findet und was nicht. Und was kann ich selbstverständlich verbessern. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ein neuer schöner Tag in unserer Minecraft-Welt und ein neuer Tag in diesem Projekt. So, heute beginnt die vierte Folge von Survival Build. Ja, ich habe gerade ein bisschen uns schon vorbereitet, habe das Eisen gebraten, deswegen habe ich auch noch vier. Eine Eisenspitzhacke gemacht, eine Steinspitzhacke gemacht und ein Eisenschwert gemacht. Und mir fällt gerade ein, ich sollte das Eisen hier lassen. Sicherer. So, ist weg. Dann hatte ich jetzt erstmal vor, in die Mine wieder zu gehen. Ist zwar gefährlich, weil ihr habt im letzten Part ja gesehen, da waren Mineshafts und Creeper, den ich tactical auseinandergenommen habe. Wow, keine Sachen, keine Kohle mehr. Aber den habe ich richtig. Also der ist zwar explodiert und hat mir auch ein bisschen Damage gemacht, aber ich hatte nur eine Steinspitzhacke. Was hätte ich machen sollen? Ihn kaputt knüppeln wäre schwierig geworden. Hab den dann im Wasser tactical gezündet. Wie ein wahrer Minecraft-Spieler es tun würde oder tut. Und ja, deswegen, da gab es auch ganz viele Geräusche. Da, ich mache dann immer zur Sicherheit alles zu, weil ich will mich da noch nicht einmischen, solange ich noch keine richtige Rüstung habe. Und ja, ich habe ein Eisenschwert gemacht, das sollte uns helfen, weil, ja, damit können wir uns erstmal richtig verteidigen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen. Okay, ist rausgekommen. Oh. Und ja, eine Steinspitzhacke und eine Eisenspitzhacke für den Fall der Fälle. Wir gucken jetzt uns erstmal in der Höhle um. Weil unser eigentliches Ziel gerade ist ja eigentlich erstmal hier Eisen mehr zu finden. Oh, hi. Oh, shit. Creeper. So, gerade mache ich noch keine Timelapse, weil, ja. Oh, shit, okay, ich habe nur noch 3 Leben. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Scheiße, 2 Zombies. Bude auseinandergenommen. Geil. So. Viel Eisen. Ich muss nur sicher gehen, dass hier kein Zombie ankommt und ich auf einmal tot bin. Das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. Sag ich jetzt mal. Auf jeden Fall sollten wir jetzt wirklich mal was für Essen tun. Wir haben, also in der Höhle ging's, ja, man sieht unsere Herzen nicht so gut so. Ich habe es gut gehandelt, also im Wasser die Idee fand ich schon klug, muss ich sagen. Weil, ja, die konnten da weiter schwimmen. Die Hühner hatte ich jetzt aber eigentlich noch nicht vorzufangen, deswegen kehre ich die, weil mir bringen die auch nicht so viel, wenn ich Schafe und Kühe habe. Dann brauche ich ja nicht nur Hühner eigentlich. Die Schweine verschone ich mal, aber die Hühner müssen halt auch mal dran glauben. Da sind Melonen sehr, sehr gut, glaube ich, weil die können wir auch anpflanzen. So. Eine Frage von mir ist jetzt gerade, haben wir hier irgendwo Zuckerrohr in der Nähe? Das wäre natürlich auch ganz gut. Und jetzt eine Hake kurz machen. Ah, nicht aufs Kies. Würde das irgendwann gehen? Joch. Wer sich jetzt fragt, wieso baue ich hier so eine Überdachung, damit kein komischer Mob oder so sich denkt, ja, da springe ich mal kurz über die Felder. Ja. Dafür ist es da. Und wir haben jetzt Melonen zum Essen. Sehr, sehr gut.
Dadurch kriegen wir auch ein paar Hungerkeulen wieder dazu, aber das kann nicht langfristig mit den Melonen abgehen, weil, ja, die dauern schon ein bisschen zu essen. Da hätte ich lieber schon gebratenes Fleisch. Wir machen ja hier auch kein vegetarisches Let's Play. Was ich jetzt machen würde, Holz farmen. Ja, das ist eine gute Sache, glaube ich. Ja, findet ihr eigentlich, das wäre gut, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, findet ihr das gut so, mittwochs immer um 10 Uhr? Ich weiß nicht, ob ich das einhalten werde, würde ich aber gut finden, wenn ich das tun würde. Findet ihr das gut, immer mittwochs um 10 Uhr? Oder soll ich das irgendwann anders machen? Ihr könnt ja mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, wann ich das sonst hochladen sollte. Das wäre ganz gut, wenn ihr das macht. Ich brauche jetzt erstmal... bevor ich hier was mache... Zack, da haben wir auch noch ein paar Kartoffeln. Die packen wir hier aber erstmal wieder rein. So, dann hier Kohle. Eine Eisenaxt. Ich habe eine Eisenaxt. Schon nichts. Mein Bett. So, gehen wir Holz fahren. Ich plane gerade, was wir für die nächsten Folgen so machen könnten. Ihr könnt auch Vorschläge für Sachen, die wir bauen sollten, in die Kommentare schreiben. Irgendwie eine Mobfarm oder so. Obwohl eine Mobfarm ist jetzt noch ein bisschen früh für eine Mobfarm, glaube ich. Weil, ja, wir haben noch nicht so den großen Stuff. Und dann hier mit Wasser überall rumzuhantieren. Ja, ja. Ist, glaube ich, noch nicht so vorteilhaft. Ob wir nach irgendwas suchen sollen oder so. Und ja, dann gehen wir mal Holz farmen. Ich würde sagen, hier kommt wieder eine kleine Timelapse, während ich hier ein bisschen Holz farme. Was sollten wir denn so als nächstes machen hier am Holz? Ja, dann sollte ich erstmal abwarten und mir auch was überlegen, was wir denn nun bauen. Daher würde ich sagen, das war's für diese Folge zu Freibild. Like und abonniert nicht vergessen, das wäre sehr, sehr lieb und natürlich komplett kostenlos. Und wenn ihr wollt, auch ein Kommentar. Ciao, ciao!